Um sich gute Spieler zu kaufen, braucht man im MyClub-Modus von PES sogenannte Game Points, kurz GP. In unserem letzten Video haben wir euch gezeigt, wie ihr schnell an viele dieser GP kommt. Jetzt schauen wir uns ein Problem an, das auftauchen kann, wenn ihr schon fleißig gute Spieler gekauft habt. Zunächst müsst ihr aber erstmal eure Aufstellung ganz voll bekommen. Auch die Bank muss nämlich komplett besetzt sein. Um mehr Spieler auf die Ersatzbank zu bekommen, klickt ihr auf Kadermanagement und zieht rein, wen ihr braucht. Habt ihr optimal besetzt, könnte folgendes Problem auftauchen. Die Gesamtspielerkosten übersteigen die Trainerfähigkeiten. Damit ist der Teamgeist in diesem Falle auf 7 gesunken und das ist ziemlich bitter. Die Spieler würden nun auf dem Platz ziemlich schlecht zusammenspielen und ihr würdet garantiert keine Tore schießen. Jeder Spieler hat einen Wert, der Kosten heißt. Ihn findet ihr rechts in der Spielerübersicht. Der Anfangstrainer kann leider nur einen Teamgesamtwert von 280 trainieren und das bedeutet für euch durchtauschen. Und zwar so lange, bis ihr unter diesen Wert von 280 kommt. Entsprechend solltet ihr also ein paar Spieler mit niedrigen Kosten für eure Bank haben. Zum Abschluss noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr schon ein paar Partien gespielt habt, habt ihr schon ein paar von den Gegenständen bekommen. Der sogenannte Management-Fertigkeiten-Schub erlaubt es euch, die Gesamtkosten eures Teams um 10 zu steigern. Das ist hilfreich, um eure teuren und damit wahrscheinlich auch besseren Spieler aufzustellen. Im späteren Spielverlauf könnt ihr natürlich neue Trainer kaufen, die höhere Gesamtkosten zulassen.